Macht des Stärkeren auf der Welt herrschen soll. Denn die Macht des Stärkeren ist ja grundsätzlich nicht gerechtfertigt durch irgendetwas, nur durch die natürliche physische Stärke. Das ist aber kein Rechtfertigungsgrund, außer im Falle der Selbstverteidigung sich gegen Angriffe zu wehren. Die Macht des Stärkeren ist ein rechtlich nicht zu begründendes Mittel, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Daher, da wir als vernunftbegabte Menschen nach Recht und Gerechtigkeit streben sollten, was auch unserem normalen Empfinden entspricht, natürlich, müssen wir dazu kommen, dass es eine Instanz gibt, die bei Streitigkeiten entscheiden kann, wem Recht zuzusprechen ist und wem nicht, oder wem teilweise Recht zuzusprechen ist, oder ob es vielleicht einen Kompromiss gibt, den man aushandeln kann. Das ist also gewissermaßen nach Kant das Vernunftgebot, das sagt, wir sollen uns nicht als Menschheit insgesamt für alle Zukunft in diesem rechtsfreien Raum bewegen. Wir gründen Staaten, um gerade dieses Prinzip des Rechts zur Herrschaft zu bringen. Da wir keinen Weltstaat gründen können, davon ging er aus, mit einer Zentralregierung für die ganze Welt, da das nicht möglich ist, müssen wir wenigstens dazu kommen, dass die Staaten untereinander Friedensverträge schließen, also nicht, wenn man so will, nicht Angriffsverträge miteinander schließen. Wenn wir jetzt uns die Charta der Vereinten Nationen ansehen, mit ihrer bestimmten Organisationsform, dann sehen wir, dass wir da doch einen deutlichen Fortschritt gemacht haben, wenn man das als Fortschritt bezeichnen soll. Ich glaube, man kann es ruhig als Fortschritt bezeichnen. Denn wir haben eine Völkergemeinschaft, die sich durch die Beitrittsdeklaration der einzelnen Staaten an diese Charta bindet und die sozusagen damit zum Ausdruck bringt, wir sind im Prinzip gewillt, alle Streitigkeiten friedlich beizugehen. Wir haben aber nicht nur das, wir haben eine Versammlung, die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die Kant noch gar nicht vorgesehen hatte. Für ihn war das wirklich nur zwischenstaatlich. Da gab es keine gemeinsame Institution, wo sich alle treffen und sozusagen Differenzen miteinander besprechen. Wir haben jetzt sozusagen ein zentrales Forum, auf dem alle wichtigen weltpolitischen Fragen von der Sicherheitspolitik bis über die Erziehungs- und Bildungsfrage bis zur Abrüstung, Klima, Umweltschutz, Ernährungsfragen, Handelsfragen, sogar Rechtsfragen inzwischen, also Fragen der Verletzung des Völkerrechts als auch individueller Rechtsschutz, ein Forum, auf dem alle diese Dinge ausgetragen werden können, formuliert werden können als Ansprüche der Staaten und unter Umständen einer Regelung zugeführt werden können. Wir sind insofern also doch einen deutlichen Schritt über diese kantische Konzeption hinausgegangen. Wir haben einen Sicherheitsrat, der Charta nach zu sowohl nicht militärischen als auch militärischen Zwangsmaßnahmen ermächtigt wird, wenn sie sich denn untereinander einigen können. Die Situation ist also doch anders als bei der kantischen Idee einer friedlichen Völkergemeinschaft. Es gibt ein Organ, etwa den Sicherheitsrat oder auch die Generalversammlung, der auf der Grundlage der Charta Recht
durchsetzen kann, im Prinzip Völkerrecht durchsetzen kann. Ursprünglich war die Kernidee tatsächlich nur der Gedanke der Sicherheits- oder sagen wir mal die Praxis der Vereinten Nationen war vor allen Dingen durch den Gedanken der kollektiven Sicherheit bestimmt. Das heißt, die UNO galt zunächst wesentlich erst einmal als eine Organisation, in der Staaten durch die Staaten vor Aggressionen Dritter geschützt werden sollten. Es galt und gilt immer noch das Souveränitätsprinzip. Die Charta sagt dazu, dass die territoriale Unversehrtheit der Einzelstaaten oberstes Gebot ist. Es sei denn, die Einzelstaaten machen sich irgendeiner Kriegshandlung gegenüber anderen Staaten schuldig, dann darf man dagegen vorgehen. Aber worauf ich besonders hinweisen wollte, ist der Umstand, dass auch von Anfang an in der Charta schon ein wesentlich umfangreicherer Friedensbegriff zugrunde gelegt wird, als nur das Achten darauf, dass die territoriale Unversehrtheit der Einzelstaaten gewahrt wird. Nämlich, man hat sich schon gleich bei Erarbeitung der Charta Gedanken darüber gemacht, welche Voraussetzungen denn erfüllt sein müssen, damit ein Frieden stabil ist, und zwar weltweit, damit er nachhaltig ist. Zu diesem Zweck müssten die Völker nicht nur sozusagen militärisch sich selbst schützen dürfen, sondern es müssen auch weitere Voraussetzungen für das friedliche Verhältnis der Staaten untereinander geschaffen werden. Und die betreffen den Schutz der Menschenrechte und einen Ausgleich, einen weltweiten Ausgleich der sozialen Verhältnisse, was sowohl die wirtschaftliche Lage als auch die Ernährung, als auch die Bildung und viele andere Dinge mehr betrifft. Da hat also in der Charta folgender Gedanke seinen Niederschlag gefunden, dass die Vereinten Nationen durch die Einrichtung des Wirtschafts- und Sozialrats, von dem wir selten etwas hören, das ist eine Riesenorganisation, der Vereinten Nationen mit zahllosen Sonderorganisationen, die ihm angeschlossen sind, und mit Tausenden von Nichtregierungsorganisationen, die Zugang zu den Beratungen dieses Wirtschafts- und Sozialrats haben. Und dieser Wirtschafts- und Sozialrat hat also Folgendes. Moment mal. Da ist also Folgendes bestimmt. Wenn ich das jetzt finden könnte. Vielleicht gucke ich einfach mal ins Inhaltsverzeichnis. Entschuldigen Sie, ich muss einmal nachschauen. Dachte, ich hätte es mir notiert. Die Seiten sind, ja, 46, 47. Ja, da steht es aber nicht. Halt. Hier ist
ja, ich habe es mir rausgeschrieben. Dem Wirtschafts- und Sozialrat gehören 54 Staaten an, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Und die werden nach einem geografischen Schlüssel turnusmäßig neu gewählt. Also so ähnlich wie die nicht ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Sie sollen dafür sorgen, der Wirtschafts- und Sozialrat soll dafür sorgen, dass die internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet vorangetrieben wird. Und jetzt kommt die Begründung. Um jenen Zustand, das steht jetzt in Artikel 55 der Charta, um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herbeizuführen, der erforderlich ist, damit zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen herrschen. Da sehen Sie etwas ganz Interessantes, dass die Leute nämlich, die die Charta entworfen haben, weitergedacht haben. Die haben sich gesagt, wirklichen Frieden gibt es nicht ohne die Einhaltung des Rechts und eine Idee von Gerechtigkeit, die man zu verwirklichen sucht. Wenn die Verhältnisse in der Welt von Ungerechtigkeit, etwa sagen wir mal im Zugang zu den Märkten, zu den Weltmärkten gekennzeichnet sind, wenn die Verhältnisse in der Welt durch völlig ungleiche Bildungschancen in den einzelnen Ländern gekennzeichnet sind, wenn die Verhältnisse in der Welt durch Armut und Hunger beeinträchtigt werden, dann kann es letztlich keinen dauerhaften Frieden zwischen den Völkern geben. Denn das sind Quellen der Unzufriedenheit und unter Umständen auch Vorwände für Staaten, Kriege zu beginnen. Denken wir nur zum Beispiel an Darfur, wo die UNO leider sehr, sehr wenig erfolgreich war, wo die arabischen Milizen die afrikanischstämmigen Bewohner aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben haben, weil es wesentlich um Nahrungsquellen weil eine Volksgruppe, wie wir das ja so oft erleben, eine Volksgruppe meint, sie hätte nicht genug Raum oder Territorien oder Ressourcen, um weiter wachsen zu können. Und dann setzt ein Verdrängungswettbewerb ein, in diesem Falle eben ein besonders blutiger und schrecklicher, der, ich weiß nicht, ob er inzwischen gestoppt ist, aber geregelt ist die Geschichte noch nicht. Also, diese Väter der Charta der Vereinten Nationen hatten diesen weitreichenden Gedanken, dass ein richtiger, substanzieller Friede auch so etwas wie die Verwirklichung von Gerechtigkeit erfordert. Dass also das Verhältnis der Völker untereinander nicht nur sozusagen nach Verfahrensregeln beurteilt wird und im Falle von Konflikten eben bestimmte Verfahren institutionalisiert sind, mit deren Hilfe man Konflikte lösen kann, sondern dass es im Grunde darum geht, die Menschen global in einen Stand zu versetzen, dass sie ein sinnvolles und erfülltes Leben führen können. Im Moment, wie sind die Zahlen? Ich habe es gerade heute, glaube ich, gehört im Radio, dass ich glaube, mindestens 20% der Weltbevölkerung von weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen. Oder dass nach dieser bekannten Formel, die Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, 20% der Weltbevölkerung 80% des Reichtums der Welt besitzen
Und dann im Umkehrschluss, 80% der Weltbevölkerung besitzen über 20% des Eigentums der Welt. Sodass sich von daher natürlich sofort die Frage nach der gerechten Verteilung der Ressourcen der Welt stellt. Und dieses Gremium der Vereinten Nationen ist natürlich der Ort, wo man sowas bewusst